So, wir sind in den langweiligen Quartieren angekommen und es geht weiter mit Tomb Raider 2. Ja, ihr seht, wir sind immer noch in diesem komischen versunkenen Schiff. Jetzt mittlerweile in den Quartieren und da sehe ich gleich einen Hebel und den lege ich erstmal um. Oder hat sich hier eine Tür geöffnet? Da drüben. So, wo ist das? Ach ja, drück es. Aber ich will mal ganz kurz verprüfen, ob das jetzt ewig hält oder ob es wieder wegklappt. Okay, mal gecheckt. Okay, checken wir es mal aus. Ja, es klappt wieder weg und ich lasse mich erstmal kurz sterben. So, das war ein Testlauf. Jetzt wissen wir, aha, das Ding klappt also weg. Das heißt, dass wir uns jetzt ein bisschen beeilen müssen. Also, auf erneut. So, okay. Einmal hier. Und einmal hier. So, und jetzt ganz schnell. Es hackt gerade bei mir ein bisschen auf dem Monitor. Ich weiß jetzt nicht genau, woran es liegt, aber wir sind gleich. Wir haben es gleich geschafft. Ja, jetzt sind wir drüben. Was finden wir hier? Was machst du? Okay. Du machst das. Warte mal, zeig's mir nochmal die Stelle. Ah ja, okay. Weiß ich jetzt nicht ganz, was das bewirkt hat, aber das wird schon seinen Grund haben. So, nehmen wir mal zurück. Und irgendwie habe ich gerade ein bisschen Soundprobleme hier in meinem Headset. Ich höre das irgendwie gerade ganz deutlich. So ein leichtes Flimmern bei mir. Keine Ahnung, ob das bei euch auch so ist. Okay, aber ich habe den Sprung verstanden. Na. So muss das. Ja, jetzt verstehe ich ja, warum ich die Luke vorhin öffnen musste, damit ich hier diesen Sprung vollführen kann. Jetzt sind wir hier oben. Und hier ist der Kollege, den ich im letzten Part kalt gemacht habe. Der scheint aber nicht dabei zu haben. So, dich kann ich verschieben.
Und ich muss noch was zu diesem Level sagen. Ich muss sagen, der Background-Sound von dieser Stage geht mir extrem auf die Nerven mit dem ganzen Bassgedröhne. Es ist gerade echt ein bisschen anstrengend. Vielleicht geht es ja nicht nur mir so. So. Wie geht's weiter? Ah, da oben. Sind wir quasi auf diesen komischen Rohren die ganze Zeit lang laufen, oder was auch immer das sein soll. Vor allem, warum heißt dieses Level Quartiere? Das verstehe ich nicht. Was soll hier bitte schön an Quartiere erinnern? Das sieht aus wie ein Maschinenraum, keine Ahnung. Gegner. Gegner tot. Jetzt verstehe ich Quartiere im Sinne von irgendwie hier Passagierräumen oder wie das hieß. Okay, da gehe ich jetzt mal noch nicht runter. Gehe erstmal hier lang. Ah, ich sehe da unten was, das mir sehr gefällt. Die Frage ist bloß, wie komme ich da ran? Das will ich jetzt mal probieren. Okay, so anscheinend nicht. Gute Frage, wie komme ich daran? Ah, so also. Ist hier vielleicht noch was? Nein, sieht nicht so aus. Wobei, wobei, klappt das? Ja, es klappt. Super, wir haben ein weiteres Secret gefunden. Ja, wo sich die Secrets in dieser Stage befinden, weiß ich allerdings nicht. Wie gesagt, ich habe da schon ein ganzes Weilchen nicht mehr gespielt. Ich sehe nur gerade, dass die Musik etwas episch ist. Unten scheint nichts mehr zu sein. Auch wenn es ein bisschen monoton aussieht, ihr habt euch ein bisschen Mühe gegeben, habt ihr euch schon. Das muss ich euch lassen. Entwickler.
So, jetzt was kommt jetzt? Jumping Parts. Wie mache ich das? Okay, ich muss es so machen. Hab. Gut, das sieht richtig aus, was ich gerade mache. Sieht auch gerade ziemlich gut aus. Gut, hier oben kann ich wieder laufen. Ich muss auch gerade sagen, dass diese Halle gerade sehr eindrucksvoll aussieht. Was haben wir hier unten? Gegner. Ha, ich hab dich zuerst erwischt. Und diesen Raum hier, muss ich sagen, finde ich sehr, sehr schön gelungen. Wo ich das hier gerade so sehe. Es erinnert mich gerade etwas an die Bartoli-Villa vom Aufbau her. Und ich glaube, ich bin hier richtig. Na, noch jemand hier? Nein. Du hast doch nichts dabei. Du bist einfach mal so im Boden verschwunden. Ich muss doch hier bestimmt irgendwas machen mit dem Block. Ich meine, der lässt sich bestimmt nicht umsonst verschieben. Das ist einfach bloß eine Abkürzung. Ja, rumlaufen um die Gegner ist immer noch eine ganz gute Methode, die Gegner auszutricksen. Du hast auch nichts dabei. Das ist doof. Hey, das da drüben sieht fast so aus, als könnte es da zum Levelausgang gehen. Wenn ich mich recht erinnere, war das auch so. Leute, wir sind ganz nah am Levelausgang dran. Nämlich der befindet sich dort drüben, aber da kommen wir nicht dran. Moment, ich höre da was. Wo? Wo kommt Ines plötzlich her? Ihr bremst uns nicht aus. Könnt ihr vergessen.
So, das ist egal, denn ich sehe das Levelende kommen. Die Zeit reicht sogar auch noch aus. Okay, hier war scheinbar nur ein Schlüssel. Aber dort oben ist das Levelende. An diesem Design-Tür da oben, wo wir nicht drankommen. Das weiß ich noch ganz genau. Aber bevor wir da hinkommen, müssen wir noch irgendwo anders eine Tür aufschließen. Gehen wir mal zurück. Weil auf der anderen Seite war ich noch nicht gewesen. Und da vermute ich mal, ist noch eine Tür, die wir aufschließen können. Nämlich hier hinten. Oder war ich jetzt hier falsch? Ist hier sonst nichts mehr? Nein. Da unten geht's auch nicht mehr lang. Dann wart wohl doch in dem Gebiet hier. Ich lasse mir mal noch ein bisschen Zeit. Um diese Tür zu finden. Oder Moment, ich habe da so eine Idee. Den Block da unten, könnt ihr euch noch erinnern? Beziehungsweise hier. Ja, genau, hier war doch, hier ist doch was. Irgendwas ist hier. Richtig, ich glaube, ich erinnere mich, hier war so eine Art Theater oder so. Ich gehe erstmal da drüben. Oh. Ey, man lauert nicht einfach Frauen auf. Schleicht hier einfach rum. Was fällt dir denn ein? Ja, das sieht ganz nach dem kleinen Theater aus. Und hier muss ich, soweit ich weiß, auch den Schlüssel benutzen. So, noch ein Abo. Hinter der Bühne oder was? Daub.
Na komm. So, aber einer ist noch. Haha, ausgetrickst. Trotzdem ist hier noch einer. Ah, danke. Hast was Nützliches bei dir, muss man sagen. Jo, jetzt ist die Bühne ja auch offen. Hab ich's doch gewusst, dass du da bist. Wusste doch, da ist jemand. So, das verschieben wir mal hier. Jetzt kommen wir nämlich hier ruf. Hinter die Bühne. Schön vorsichtig hier. Wollen ja nicht sterben. Ja, jetzt können wir zum Levelausgang. Ja, wie gesagt, Leute, an manche Sachen kann ich mich doch. Spiel bitte, hört jetzt auf zu lecken. An manche Sachen hier kann ich mich bei Tomb Raider 2 noch leicht erinnern. Nee, nee, Freunde, ihr haltet mich jetzt nicht auf. Hier kommt Automatik. Das könnt ihr ganz schnell vergessen. Oh. So, merkt, haben es mitgenommen. Und Endspurt, Lara, Endspurt. It's the final countdown. Und? Bingo! Wir haben auch das Quartier geschafft und jetzt geht's endlich in die letzte Stage von diesem nervigen Level. Ja, haben wir doch ganz gut hinbekommen, ne? Ich finde schon. So, und jetzt kommen wir quasi in die Außendecks. Werde ich euch noch mal kurz zeigen, bevor ich den Part. Ende. Ja, ihr seht, wir sind in ziemlichen Schwierigkeiten. Luft ist rein. Gut. So, ich würde sagen, mit diesem epischen Finale beenden wir den Part für heute. Das war's für heute von Tomb Raider 2. Im nächsten Part nehmen wir uns dann die Außendecks vor. Also bis dann. Tschüss.